Hier ist Feuer und Flamme, der FC Augsburg Podcast von Hitradio RT1 mit FCA Stadionsprecher Rolf Stürmann und RT1 Sportreporter und ATV Sportchef Tom Scharnagel. Ja, wir müssen heute genau so anfangen. Kleine große Party in Heidenheim. Die FCA-Fans mit Pyros in der Hand feiern die Mannschaft ab. Seit über einem Jahr war es, glaube ich, der erste Auswärtssieg, Tom. Ja. Das ist schon krass, wenn man sich die Statistik anschaut. Ja, oder die Fakten. Jetzt ist es ja rum. Ja, jetzt ist es rum. Jetzt haben wir es ja. Jetzt haben wir es ja geschafft. Also es ist wirklich krass. Jetzt können wir uns natürlich fragen, warum hat es so lange gedauert? Ist es jetzt wirklich der neue Trainereffekt und so weiter und so fort? Da wollen wir heute drüber sprechen. Ja. Ja, also erstmal Glückwunsch an alle, die dafür verantwortlich waren, dass das so geklappt hat gestern. Ich glaube, die Mannschaft hat sich sehr zusammengerissen. Ich habe nach dem 2-0 schon wieder gedacht, ja, FCA-Things, weißt du, kriegst du bei deinem wirklich dem Mitkonkurrenten da, um hinten rauszukommen, 2-0 nach 18 Minuten, innerhalb von 94 Sekunden oder so sind zwei Tore gefallen. Ja, der erste Treffer vom Kleinschmidt. Kleindienst, Entschuldigung, Kleinschmidt ist der andere. Ist der Aufzughersteller, glaube ich, gell? Oh ja. Oder ist es Kleindienst? Ist egal. Der Kleindienst. Mhm. Jetzt weiß ich schon nicht mehr. Vom Dienst. Vom Torjäger vom Kleindienst. Ach, Kleindienst. So merkst du dir das? Ja, so habe ich es versucht gestern. Gute Eselsbrücke, okay. Also, war natürlich genau richtig gestanden. Deswegen ist das Tor dann auch gefallen. Und das zweite, ja, ist die komplette Verteidigung einfach viel zu offen, viel zu weit weg vom Mann. Da hat der Platz und schiebt ihn schön rein. Ein schönes Tor, muss man auch sagen. Aber dann kommt der FCA zurück. Warum auch und immer. Und wie? Also erstens haben wir, glaube ich, auswärts noch nie 5 Tore geschossen. Ja. Habe ich gehört. Hört ja viel. Ja, das ist schon verrückt. Also ja. Ich frage mich heute noch, warum auch immer diese Mannschaft, also warum Heidenheim den FC Augsburg zurückkommen hat lassen in dieses Spiel. Ja. Das checke ich immer noch nicht, aber ist sehr nett. Also sehr gut. Ist sehr nett. Und jetzt müssen wir das auch mal abfeiern. Das ist ganz klar. Natürlich kann man jetzt sagen, boah, ja, aber Heidenheim ist halt nicht Wolfsburg oder Leverkusen und was weiß ich. Aber trotzdem, die haben das wirklich richtig gut gespielt. War Heidenheim zu offen oder woran lag es, dass wir da so viele Chancen auch kreiert haben? Warum hat es auf einmal so gut geklappt? Zwei Komponenten, glaube ich. Die eine Komponente ist Heidenheim. Und zwar ein Aufsteiger, der in der zweiten Liga einen 2-0-Vorsprung immer über die Zeit bekommen hat, einfach weil sie gut waren. Und das war auch die Analyse von Frank Schmidt, vom Trainer der Heidenheimer nach dem Spiel. Gehe ich vollumfänglich mit. Der hat halt gesagt, jo, also in der zweiten Liga führst du 2-0 und das kennen wir, dass wir 2-0 führen. Und dann in der zweiten Liga haben wir es halt locker runtergespielt, über die Zeit gebracht, fertig, weil wir da die beste Mannschaft waren oder eine der besten Mannschaften. Ja. In der Bundesliga ist es halt anders. Da braucht es nicht viel, damit eine Mannschaft wieder Glauben bekommt. Und da braucht es nicht viel, um die Qualität, die ja zweifelsfrei in jeder Bundesliga-Mannschaft vorhanden ist, natürlich auch beim FC Augsburg, das wissen wir ja, dass da wieder Leben reinkommt in die Bude. Und so ist es passiert. Durch ein Standard-Tor, wo ich mich ja gefragt habe bei dem 1-0 für Heidenheim, wie kann eine Abwehr so einen Eckball verteidigen? Der war ja wirklich ganz alleine, der Philipp Tietz. Ja, ja, genau. Also das bei dem 1-0 war auch, da steht Beck völlig frei und Kleinen steht völlig frei. Und dann in der 29. steht Philipp Tietz völlig frei. Und dann fragst du dich schon, naja, also, hä? Was ist eigentlich los? Noch freier der als noch, vorher. Noch freier. Da fragst du dich natürlich, wie kann das sein? Und in der Folge war es weiterhin in der ersten Halbzeit ein zerfahrenes Spiel. Es war jetzt kein Spiel, bei dem ich drauf getippt hätte, dass der FC Augsburg jetzt mehr übers Fußballerische kommen kann, aber Heidenheim hat einfach Platz gelassen. Die haben Räume aufgemacht, die haben nicht sauber gespielt, die haben ihr Aufbauspiel, das hatte nicht wirklich Zug, die sind nicht aufs Dritte gegangen, sondern haben halt irgendwie versucht, jetzt so einen 2-Tore-Vorsprung oder vielleicht den 1-Tore-Vorsprung in die Halbzeit zu retten, und es ging halt mal gründlich nach hinten los, weil in der 40. dann Mats Pedersen das ganze Gefühl, dass irgendwie in der Schwäbischen Ostalb oder wo immer Heidenheim liegt, halt einfach in seinen linken Fuß gepackt hat und das Ding da ins Kreuzeck schnalzt. Und was das ist natürlich für ein wunderschöner, wunderschöner Treffer. Und dass in der 42. Minute sich dann Kevin Müller so brutal verschätzt, der Torhüter der Heidenheimer, und Demi dann da steht, wo ein Torjäger stehen muss, beziehungsweise da grätscht, wo ein Torjäger grätschen muss, das ist dann natürlich auch gut. Und dann gehst du plötzlich mit einem 3-2 in die Pause. Was für ein Spiel. Und fragst dich ja auch, also ich habe mich schon gefragt, wie ist denn das jetzt eigentlich genau passiert, weil du erinnerst dich an das Spiel gegen Mainz. Ja, ja, klar. Da lag der FC Augsburg eigentlich auch 0-2 hinten.
war dann nicht, weil Abseitstor und so, ne? Aber da habe ich mich auch schon damals gefragt, so wie kommt diese Mannschaft hier wieder raus? Und dann haben sie das Spiel mit 10 Mann gewonnen. Und gestern war es ähnlich, weil ich mir gedacht habe, also nach einem 0-2, ich weiß nicht, ob du da wieder rauskommst. Auswärts, aber sowohl ja. Mainz als auch Heidenheim haben beide den gleichen Fehler gemacht, nämlich aufgehört Fußball zu spielen, aufgehört selber aktiv zu sein, haben dem FC Augsburg einfach mehr Räume gegeben, haben ihm mehr Aktionen gegeben und mit jeder Aktion bekommst du Sicherheit. Und keine Frage, das war auch eine reife Leistung des FC Augsburg. Und wenn es mal läuft, gestern klassischer Ketchup-Flaschen-Effekt, einmal hinten drauf gehauen und dann kommt halt mal alles raus. Alle haben sich das gewünscht, dass es endlich mal so diesen berühmten Knoten gibt, der aufplatzen muss. Ich habe es gerade gesagt, ein Jahr hast du auswärts nicht mehr gewonnen. Das ist ja unfassbar. Wir kriegen in der Liga die meisten Gegentore nach Standards. Da ist ja alles schiefgelaufen. Wir brauchen das auch nicht mehr aufarbeiten, weil das haben wir in den letzten Folgen ja schon gemacht. Ja. Jetzt ist dann auch die Effektivität wieder da. Wir haben 6 Torschüsse und das sind 5 Tore, wenn man mal den Elfer mitzählt. Ich weiß nicht, ob der in der Statistik mit dabei ist. Weiß jetzt nicht, dann sind es halt 4 Tore. Ahnung. Ist ja auch egal. Am Ende wurscht, gell? Also, ja, aber ja, wurscht. Du, aber du hast völlig krass, recht. Ja? Du hast völlig recht, dass das eine gute Chancenverwertung, super, gute Chancenverwertung war. Ja. Keine Frage, ja. Und auch, was viele gesagt haben, die Laufleistung beim FC Augsburg erheblich besser als in den letzten Spielen. Ich habe es nur irgendwo mitbekommen, so 114 Kilometer sind wir gelaufen, die letzten Spiele so ganz grob. Und jetzt sind es dann über 125, 126 Kilometer. Ja klar, ich meine, dann machst du ja auch Druck. Also wir sind schneller draufgegangen. Ich hatte das Gefühl, wir waren viel bissiger. Also wir müssen jetzt natürlich die ersten 18 Minuten, 19 Minuten da mal ein bisschen ausklammern. Aber was danach passiert ist, das war genau das, was sich die Fans erhofft haben. Der Gästeblock übrigens mehr als voll. Gerüchte sagen, es sind viel mehr Fans drin gewesen, als erlaubt waren. Ist auch okay. Pyro wieder mit dabei. Leider kostet das den Verein wieder richtig Kohle. Das darf man auch mal ansprechen, auch wenn es natürlich immer spektakulär aussieht. Das sieht spektakulär aus und wenn du die komplette zweite Halbzeit durchbrennst, dann kostet es halt schon richtig Geld. Ja. Also da wird sich der Geschäftsführer Michael Ströll wahnsinnig freuen, dass er die Kasse richtig aufmachen darf. Also ich meine, man legt ja wahrscheinlich so ein Zündelvermögen auf die Seite. Rücklagen. Ja, also natürlich verzeihst du nach 385 Tagen ohne Auswärtssieg, verzeihst du deinen Anhängern sowas, denke ich, leichter. Ja. Trotzdem habe ich gestern vernommen, dass es 48 Pyros waren. Also 48.000. Das bedeutet 48.000 Euro Strafe. Man überlegt natürlich, wie zur Hölle bringen die das da rein, gell? Ja, da gibt's also, da können wir eine Sonderfolge also machen mal, da habe ich schon Sachen gehört. Der sich nicht auskennt, fragt sich das vielleicht in welchen Körperöffnungen, was weiß ich, das haben wir alle schon mitbekommen, aber Es gibt schon auch andere Wege. Also weiß, es gibt ganz, ganz viele Wege in so einem Stadion. Und machen wir eine extra Folge. Ja, machen wir eine extra Folge. Aber keine Bedienungsanleitung. Großartig das Bild, Jess Torup vor dem brennenden Gästeblock im Hintergrund. Also so eine Aufnahme hat der Sohn auch noch nicht geliefert. Das ist schon stark. Das war schon sehr stark. Nein, insgesamt, man geht dahin und als Fan, es ist nicht weit weg, es ist das zweite Derby nach den Bayern. Das ist ja wirklich ein Katzensprung da hoch. Und dann kriegst du so ein Spiel zu sehen mit 7 Toren. Fantastisch. Da bist du halt am Sonntagabend gut gelaunt, wenn du FC Augsburg-Fan bist, ganz klar. So soll es sein, ja. Welche Spieler müssen wir denn ein bisschen rausheben? Bevor wir dann auch natürlich über den Trainer sprechen, ist ja klar. Also mir ist, ich habe es gerade, als du reingekommen bist, habe ich gesagt, du, hier Freddy Jensen, das war eine ordentliche Leistung. Die Ecke für Tietz, vorbereitet auch viele. Die zweite Chance für Tietz hat er auch eingeleitet, den genialen Pass da, den dann Philipp leider daneben geschossen hat. Also war sehr, sehr auffällig für mich. Also gehe ich mit. Du hast total. Und auch die Vorbereitung für das Demirovic-Tor, auch so. von Jensen, ja. Udokai? Ja, Udokai. Ach ja, so. Der hat ja praktisch also alle es waren, genau, es war, also er hat, wenn jetzt, krass, wenn jetzt beim 4:2 von Felix Udokai, wenn jetzt da Robert Gumni nicht noch irgendwo mit der letzten Raufasertapete seines rechten Schuhs dran war, dann würde ich sagen, gebe ich Freddy Jensen auch diesen Assist. Ja, natürlich. Und dann hat er 3 Dinger vorbereitet. Total. Erster Startelf-Einsatz in dieser Saison. Herzlichen Glückwunsch und da sieht man mal, was es ausmachen kann, wenn du einem Spieler die Chance gibst, der halt einfach lange keine Chance bekommen hat, auch weil er nicht so richtig ins System gepasst hat und weil er möglicherweise auch, und das würde ich jetzt nicht außen vor lassen, nicht im Training die Leistungen gebracht hat, die dazu Anlass gegeben haben. Aber das ist ja das, was so ein neuer Trainer auch macht, also vor allem erstmal macht.
auf Null setzen. Jeder hat alle Chancen. Ja, jeder, hat er ja gesagt. Ja, genau. Jeder hat, kann. Er hat sogar, entschuldige, wenn ich dich unterbreche, sogar die Torwartfrage offen gelassen. Und dann beantwortet mit, Finn Dahmen. Vorerst mal, ja. Er hat gesagt, okay, das Ding steht hier auf Null, ist ja auch klar. Also was willst du denn sonst machen als Trainer? Natürlich. Du kommst ja nicht hin und sagst, übrigens, ich habe schon meine 14 im Kopf. Alle anderen können gern mal ein paar Runden laufen. Ich spreche nur mit den 14, die für mich relevant sind. Macht er nicht. Fürs Erste. Das ist natürlich Quatsch. Deswegen hat er das gemacht, was ein Trainer machen muss. Hinkommen, Spieler sich anschauen auf dem Trainingsplatz, möglichst einfache Übungen, möglichst viel Freude in den Köpfen verbreiten und möglichst den Druck nehmen. Genau. Ja, das ist ja auch seine Aufgabe. Es ist ja nicht so, dass er jetzt das, was Enno Maaßen vorgelegt hat, einfach weitermacht, sondern er ist ja da dafür, dass sich was ändert. Und das muss er ja machen. Das stimmt. Man darf aber bei allem nicht vergessen, dieser Sieg gestern, der geht auch ein Stück weit weiterhin auch auf Enno Maaßen, weil er diese Mannschaft trotzdem auch entwickelt hat. Ja, und ihr bei und ihr auch, und das muss man wirklich sagen, das wissen wir ja. Ihr schon auch in Teilen beigebracht hat, dass ein 0-2-Rückstand nicht das ganz große Problem ist, sondern dass du weitermachst, dass du zurückkommst. Und nochmal, auch unter Enno Maaßen hat sich der FC Augsburg nicht aufgegeben, hat sich nicht abschlachten lassen, war deswegen nicht irgendwie konkurrenzlos schlecht. Aber es gab zu viele Spiele, die einfach nicht auf die Seite des FC Augsburg gefallen sind. Unterschiedliche Gründe. Da war auch viel Pech dabei, gar keine Frage. Aber er hat es nicht geschafft, diese Mannschaft dann so einen Glauben zu geben, dass sie gewinnen kann. Das hat jetzt gegen Heidenheim funktioniert. Das ist ein Sieg, mehr nicht. Aber es ist ein sehr schöner, sehr wichtiger und ein brustlösender Sieg. Und das kann natürlich wahnsinnig viel auslösen für den weiteren Verlauf der Saison. Aber es ist immer nur erst ein Sieg. Und wir sprechen von einem Sieg gegen einen Aufsteiger. Das muss man bei aller Euphorie, die ich verstehe nach diesem Spiel, das muss man einfach nur ein bisschen auch im Hinterkopf behalten. Aber gerade diese Mannschaften, gegen die haben wir uns immer schwer getan. Ich zähle einfach mal Bochum mit dazu. Es ist halt immer das, wenn du gegen die es nicht schaffst, jetzt hast du ja für den Kopf, jetzt kommt Wolfsburg, starke Mannschaft, aber mit so einem Spiel hast du doch wirklich jetzt so eine breite Brust. Das kann doch auch funktionieren. Gegen Wolfsburg haben wir jetzt auch nicht immer nur schlechte Spiele hingelegt. Wir wissen doch, dass der FC Augsburg in dieser Liga jeden schlagen kann. Ja, natürlich. Und das es ist ja jetzt jede Mannschaft auch schon mal geschlagen worden. Ja. Also seit Leverkusen, glaube ich, oder? Ich glaube, jetzt haben wir es einmal durchgespielt, oder? Genau, Levels so sind durch. Und weißt du, und dann Wolfsburg du ist ja der Favorit, meiner Meinung nach. Ja, also natürlich. Vom Papier her sind wir am Samstag nicht der Favorit. Und das schmeckt uns ja eigentlich immer ganz gut. Ja, da will man will aber ja auch da hinkommen, dass man nicht als die Mannschaft abgestempelt wird, die gegen auch solche Mannschaften ständig mit der Rolle des Underdogs umgeht. Aber für uns ist das cool. Ja, sie gefällt natürlich dem FC Augsburg und gefällt dem FC Augsburg Stand heute gut. Ja. Und Stand heute muss man sie auch genauso annehmen, weil alles andere wäre ja ein bisschen größenwahnsinnig. Ja, das ist ein wirklich enorm wichtiger Sieg für alles, was jetzt kommt. Richtig. Aber es ist nur ein Sieg und du musst ihn bestätigen. Und in dieser Saison gab es auch schon Siege für den FC Augsburg und sie wurden dann nicht bestätigt. Das bedeutet, das, was wir gesehen haben auf dem Platz, war ein Sieg der Mannschaft, war ein Sieg des gemeinsamen kollektiven Arbeitens einer Mannschaft. Das hat mir sehr gut gefallen. Von außen gab es nicht so wahnsinnig viele Impulse. Ja? Also das war jetzt kein super aktives Coaching. Jes Torup hat sich es mehr oder minder angeschaut. Natürlich. 5 Tage. Also. Aber da sprechen wir drüber gleich, was er für ein Typ ist und was die Mannschaft unter Enno Maaßen bekommen hat. Mhm. Unter Enno Maaßen hat sie sehr viel Coaching bekommen, hat sehr viel aktives Coaching auch während des Spiels bekommen. Enno war, glaube ich, an der Seitenlinie enorm aktiv und du hast es du sitzt nebendran, ne? Du weißt ganz genau, was er macht. Ja. Und ich glaube, da war schon viel dabei und er hat viel versucht, seinen Spielern zu helfen. Jes Torup hat den anderen Ansatz gewählt, hat gesagt, die Spieler müssen das jetzt auch zu einem großen Stück alleine machen, weil ich kann in 5 Tagen nichts mehr tun, als versuchen, die Richtigen aufzustellen, aber dann müssen sie es auf dem Platz lösen. Diese Verantwortung zu übertragen an die Mannschaft war absolut richtig. Dass die Mannschaft das kann, ist jetzt gegen Heidenheim mit ein bisschen Spielglück aufgegangen. Das wird spannend, wie sich das die kommenden Spiele entwickelt. Ich habe natürlich nicht gesehen, wie sehr er gecoacht hat an der Seitenlinie. Er war schon eigentlich permanent draußen gestanden in seinem Anzug. Hast du das eigentlich mitbekommen auf der Pressekonferenz? Ja, habe ich. Mit dem Anzug. Wenn ihr es nicht gehört habt, wir haben nochmal einen kleinen Ausschnitt. Da wurde gefragt, ob er jetzt da extra einen Anzug angezogen hat und warum das jetzt ein Anzug ist. Das hat er dann gesagt. Heute war es so ein wichtiges Spiel, habe ich gesagt, jetzt muss ich etwas Schönes anziehen. Aber wenn das nichts für dich passt, dann will ich nichts.
nächstes Mal etwas anders. Er hat auch noch Hosen und kurze Hosen und Jogginghosen. Also er zieht dann an, was er will. Bin gespannt, also, was das nächste Outfit ist. Ich hatte, um jetzt auf den Trainer zu kommen, natürlich ihn nicht im Blick. Mhm. Das haben wir aber ja schon vermutet hier bei Hitradio RT1 und bei RTV, dass es halt wahrscheinlich niemand wird von den Kandidaten, die immer durch die Luft schwirren. Jawohl. Und wir sollten Recht behalten. Ja, jetzt Torup. Mit dem hat niemand gerechnet. Cooler Typ, was ich gesehen habe. Das Optische gefällt mir. So gestandener Mann. Bisschen, naja, älter kannst du jetzt auch nicht sagen, aber halt älter als Enno. Ja, und ihr habt die gleiche Frisur. Also das ja, eint wir haben euch dieselbe dann, Frisur. Ja, er sieht autoritär aus für mich. Das ist so der erste Eindruck gewesen, den ich gehabt habe. Das finde ich ja immer ganz wichtig. Das hat jetzt mit Sportlichen noch gar nichts zu tun. Hab mir so erst gedacht, ja, auch vom Typ her geil. Mhm. Dann kommst du natürlich dazu, auch mal ein bisschen nachzuforschen. Was hat denn der so alles gemacht? Was ist denn das für einer? Sagt immer, er kann nicht so gut Deutsch, leitet das Training in Englisch. Ist völliger Quatsch. Er spricht sehr gutes Dänisch, ist Deutsch. Ich liebe das ja. Mhm. Die sagen immer, die Spiel. Ein Schritt nach vorne. So spricht ja Mats Petersen auch. Das ist einfach großartig. Ja, muss man lieben. Ja, keine und Frage. Dann ist er da. So, jetzt hat er klare Ansage. Er freut sich auf die Mannschaft, muss mit allen sprechen. Ja, 5 Tage. Ich glaube, das haben wir von anderen Mannschaften, die mal einen neuen Trainer bekommen haben, auch mitbekommen. Ja, das ist einfach fast keine Zeit, auch wenn es eine Woche ist. Hat gereicht für 5 Tore. Also so, weißt du, so soll es sein. Pro Tag ein Tor, sehr gerne, nehmen wir mit. Auch wie du gerade gesagt hast, wenn es nur gegen einen Aufsteiger war, das musst du auch immer machen, weil du schon 2-0 hinten warst. Solche Spiele haben wir auch schon gnadenlos verloren. Natürlich. So ist es. Ja, was hast du denn von Jess so schon mitbekommen? Ich gehe auch einmal kurz aufs Optische. Ja. Ja. Es hat schon eine Relevanz. Ja. Also das ist jetzt nicht so, dass ich das komplett außen vor lasse. Ja, genau. Es ist nur, es kommt, finde ich, in unserem Podcast kommt der Modeaspekt, seit Markus Krapf beim FC Augsburg sich um die Modelinien kümmern muss. Viel zu kurz. Er kommt viel zu kurz, ne? Das ist eigentlich ein Witz. Und das tut uns mehr weh als seine Expertise. Nein. Max ist immer aufgefallen. Ja, da klar. Also der wusste, wer welche Frisur gewechselt hat und was da für Extensions drin sind und so. Also das hatte der genau im Blick. Jetzt müssen wir da ran. Ich, klar, also so wie er da an der Seitenlinie stand, im Anzug 2 Knöpfe zu. Ich habe gelernt, man macht nur einen zu, aber ist in Dänemark offensichtlich dann einfach ist dann anders und in Kopenhagen wird das halt so getragen. Check. Ich hatte aus dem Impuls sofort das Verlangen, nochmal meine Versicherungen zu überprüfen, ob noch eine Haftpflicht abzuschließen wäre oder ob er vielleicht noch ein gutes Finanzierungsangebot für eine Immobilie auch noch dabei hat. Ja, so gleich. Also, ja, ich finde, es hatte schon was. Vertrauenswürdig. Ja, es hatte schon was, wo ich sage, ich würde auch über einen Gebrauchtwagenkauf nochmal nachdenken, wenn er ein gutes Angebot dabei hat. Und ich denke, er hätte eins dabei gehabt gestern. So ist ein Typ. So ja, ein typ ich finde es schon so, dass er da eine gewisse Grandezza ausgestrahlt hat. Das hat schon was gemacht gestern. Wie er da auch über den Platz geschritten ist vor dem Spiel, beim Aufwärmen sich die Spiele angeschaut hat. Also das war cool. Hat mir schon auch Spaß Autorität. Gemacht. Autorität, also eine natürliche Autorität, die du immer auch untermauern musst mit Inhalten und Leistung als Trainer Optisch bei einer Mannschaft. Zählt aber nicht. Fürs Erste hat er das gemacht, was er machen konnte, nämlich Ruhe ausstrahlen. Ich glaube, in ihm hat es sehr anders ausgesehen. Da hat es ungefähr genauso gebrannt wie im Augsburger Fanblock. Ja. Das, nach dem 0-2 hat er ja auch gesagt, also was ist denn hier eigentlich los? Und das wird ein ganz, ganz schweres Spiel. Ich glaube, er weiß ganz genau, wie er diesen Sieg einzuschätzen hat und ich glaube, er ist in der Einschätzung nicht so weit weg von dem, was wir gerade analysiert haben. Das ist auch, alles andere ist Quatsch. Alles andere verstellt dir wieder mal den Blick und dann kommst du möglicherweise zu dem Schluss, boah, krass, sind wir gut. Und das würde ich nicht sagen. Also das war jetzt gestern ein Sieg, ein überzeugender Sieg gegen einen Gegner, der gestern wirklich einfach einen schlechten Tag hatte, nach 20 Minuten aufgehört hat, Fußball zu spielen. Und das musst du bestätigen. Solche Tage gibt es bei anderen Mannschaften immer wieder auch mal. Das darf man nicht vergessen. Du musst dann da sein. Ja? Und wenn der Gegner einen nicht so guten Tag hat, dann musst du da sein. Und das hat jetzt Torup gestern der Mannschaft auch dann ja in der Halbzeitpause nochmal mitgegeben. Jetzt nicht irgendwie sich hinten reinstellen und verteidigen, sondern wir gehen aufs Vierte, gehen aufs Fünfte. Jetzt machen wir sie. Aufs Fünfte wird er nicht gesagt haben. Jetzt machen wir sie kaputt. Also in der Pressekonferenz sagt er, er will aufs Vierte und aufs Fünfte gehen. Also nehme ich sie mal so ab. Und ansonsten habe ich Mittwoch nach der Entlassung von Enno Maaßen, 2 Tage nach der Entlassung von Enno Maaßen, lange bis spät nachts mit Marinko Jurendić mich unterhalten.
Der FC Augsburg organisiert in unregelmäßigen Abständen einen Journalistenstammtisch, was wirklich hervorragend ist. Vielen Dank an der Stelle. Und da hat man dann als Journalist mal die Möglichkeit, am Abend bei ein, zwei Kaltgetränken mit den Verantwortlichen mal so ein paar Ideen auszutauschen und ein paar Gedanken kennenzulernen. Und dann sprichst du natürlich über das, was die Mannschaft jetzt braucht oder was jetzt so das Profil des Trainers sein könnte. Und erstens, Jure ist da wirklich klasse. Also der sagt dir Dinge, die wirklich tief gehen und wo du wirklich sagst, okay, jetzt weiß ich ungefähr, was du dir vorstellst. Also das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ja, weil es gibt eine professionelle Distanz, was die Themen angeht. Das ist doch völlig klar. Also der muss mir und keinem, der da am Tisch sitzt, verraten, welchen Trainer er holt. Ja. Aber er lässt einen trotzdem so nah ran und holt einen so mit dem im Gespräch auch so ab, dass man das Gefühl hat, ja, ich habe ein bisschen verstanden, in welche Richtung ihr wollt. Und dann ging es um, glaube ich, drei Themen, die ganz wichtig waren. Das eine war, du brauchst einen Trainer, der in einer Saison einsteigen kann und die Entwicklung einer Mannschaft vorantreiben kann. Davon gibt es nämlich gar nicht so wahnsinnig viele, weil die meisten Trainer haben es natürlich ganz gerne, wenn sie sich selber ihre Mannschaft zusammenstellen können. Ich wollte es gerade sagen, übernehmen ist schwer. War jetzt ein jüngerer Trainer glaube ich, raus. Ja. Also sie haben auch erkannt beim FC Augsburg, dass diese Koinzidenz mit junger Mannschaft und jungem Trainer nicht funktioniert hat. Das hat einfach nicht funktioniert. Und dann musstest du diesen Prozess oder dieses Experiment, das musstest du dann unterbrechen und jetzt fortführen mit einem erfahrenen Mann, der schon unter Beweis gestellt hat, dass er Mannschaften übernehmen kann. Mit Jylland hat er während der Saison übernommen. Ich meine auch Kopenhagen, wenn ich da richtig informiert bin. Und das sind so Dinge, die helfen bei der Findung einer Entscheidung. Zweiter Aspekt, Entwicklung junge Spieler. Auch da hat jetzt Torup nachgewiesen, dass er das kann. Jonas Wind, Rasmus Højlund, der jetzt bei Manchester United spielt, Jonathan David, Alexander Sørloth. Also das sind so Spieler, die er auch in relativ kurzer Zeit entwickelt hat. Das war mal der zweite Punkt. Und der dritte Punkt war, glaube ich, tatsächlich das Thema Erfahrung im Coaching. Mhm. Nicht Erfahrung in der Liga, sondern Erfahrung im Coaching. Ja. Weil Erfahrung in der Liga, da hättest du dann halt auch Breitenreiter und sonstige Konsorten nehmen können. Ne? Aber Quatsch. Ich bin so glücklich, dass man nicht so kurz gedacht hat. Und das habe ich auch bei diesem Gespräch mit Jure rausgehört. Da war nie die Rede davon, der muss Bundesliga-Kenntnis haben. Oder in den Top 5 Ligen trainiert haben. Genau. Der muss die Erfahrung haben, was bedeutet Tagesgeschäft, was bedeutet es, jeden Tag eine Mannschaft einzustellen, wie spreche ich mit der Mannschaft, wie intensiv spreche ich mit einzelnen Spielern, wann lasse ich die auch mal in Ruhe, brauchst du ja auch mal, brauchst du ein bisschen Freizeit, wenn der Chef dich jeden Tag zuquatscht, wissen wir auch. Vielleicht ändert sich da ja auch was. Du weißt, weißt du, da stecken wir ja auch nicht drin, wie ist was geregelt intern, ich weiß genau, was du meinst und dann ist vielleicht auch über 400 Spiele gecoacht. Ja, vielleicht ist auch da ein anderer Weg eigentlich für die Spieler geiler, ja, um es mal so zu sagen, die dann sagen, ja Mensch, der macht es so, das ist ja total geil, das gefällt uns und dann hast du einfach nochmal eine andere Motivation. Könnte ich mir vorstellen. Ich glaube, das ist in jedem Job dann so. So wird es sein, wenn du einen neuen Vorgesetzten bekommst, dann hoffst du ja natürlich drauf und was anderes bleibt dir auch nicht übrig, du hoffst natürlich drauf, dass der was macht, was dir gefällt und dass der versucht, deine Stärken bestmöglich einzusetzen im Sinne des Unternehmens, in dem Fall im Sinne des Fußballspielens. Ja. Und da waren die Überlegungen von Marinko Jurendić sehr klar und er hat, glaube ich, den Kandidaten bekommen, den er genauso in einem Anforderungsprofil hinterlegt hat. Und das muss man sich einfach, man muss es sich nur mal kurz auf der Zunge zergehen lassen. Das ist das erste Mal, dass der FC Augsburg mit einem Anforderungsprofil einen Trainer auswählt. Jo. Also man hat ganz viele Punkte aufgeschrieben, das muss sein. Wer hat da am meisten? Ja. Wer kann das also erfüllen? Also da sage ich mal, also das ist schon interessant. Ist gut, dass man das vielleicht in Zukunft genauso weitermacht. Ja. Es wäre sehr, 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 sehr gut. Und was ich auch noch sagen muss, er hat mich in den ersten Pressekonferenzen also total verwirrt. Aha. Jetzt sitzt bei der Antrittspressekonferenz der Torben Hofmann da, der früher bei 60 spielt, der ist ja Sky-Reporter, und fragt ihn irgendetwas. Aha. Dann sagt der Jes Torup zu ihm, ja, du, ich erinnere mich an dich. Du hast ja mal bei Lübeck gespielt, da haben wir mal gegeneinander gespielt. Das war in den Mitte 90er Jahren. Und ich so, what? Und Torben, liebe Grüße, falls du es hörst, so auch so ein bisschen verwundert und so, ja, das stimmt und so. Und jetzt überleg mal, wie lange das her ist. Allein diese Verbindung, Torben Hofmann, ja okay, bei Sky, du kennst ihn natürlich, aber dass er mal gegen ihn gespielt hat, weiß ich, wie viele Spielen, in zwei vielleicht, ja. Das ist krass. Also fand ich total
irre und sowas mag ich halt. Ja. Weißt, er spricht auch jeden Journalisten, der ihm was fragt, so nett an und auch wie wir gerade gehört haben mit dem Anzug, was das ist, und ich ziehe dann was anderes an, falls der nicht passt, und dann hieß es, nein, passt schon, alles gut. Das begeistert mich auch. Ja, wieder du, abseits vom Sportlichen, um Gottes Willen, darauf kommt es an. Aber auch ein war auch ein Punkt. Das war ein so Punkt auf der Checkliste. Ja, wo ich mir denke, Wahnsinn. War ein Punkt auf der Checkliste, Medienarbeit. Richtig. Wie gehst du in Pressekonferenzen rein und auch da, ich meine, wenn du über 400 Spieler gecoacht hast, dann hast du roundabout 800 bis fast wahrscheinlich 1000 Pressekonferenzen in deinem Leben über dich ergehen lassen müssen. Das ist jetzt ja nicht der allergrößte Quell der Freude für einen Trainer. Nicht wirklich. Nein, da muss man ein paar Sachen über sich ergehen lassen. Da sind auch mal ein paar Fragen dabei, bei denen man innerlich die Augen rollt und sich denkt, klar, muss ich mich jetzt dazu auch noch äußern? Läuft, ja. Natürlich. Mhm. Aber das macht man, weil es nun mal zur Jobbeschreibung gehört. Aber es gibt halt die, die da auf solchen Pressekonferenzen tatsächlich auch so wirken, dass sie möglichst schnell den Raum verlassen möchten. Ja, und es gibt diejenigen, die eine gewisse Ruhe haben und sich bei so einer Antwort auch mal ein bisschen persönlicher, ein bisschen nahbarer äußern. Und das kommt natürlich dann als Effekt auch ein bisschen rüber bei den Leuten, die sich anschauen. Das wirkt sympathisch, das wirkt kontrolliert. Und das gehört auch zum Anforderungsprofil des FCA. Absolut, absolut. Und du brauchst jemanden beim FC Augsburg, der diese wilde 13, die es ja jetzt ist in diesem Jahr, halt manövrieren kann und der versuchen kann, dem Ganzen eine ruhige Hand zu geben und trotzdem ein Feuer zu entfachen. Lukas Torup, der Lokomotivführer. Oder so, Lukas Torup. Lukas. Also ich habe jetzt das Gefühl, der kann was erreichen. Und das ist jetzt, wir haben uns schon öfter mal getäuscht, das darf man hier nun auch nicht hinten anstellen. Das ist einfach so. Wir freuen uns sehr, dass das erste Spiel geklappt hat. Ich meine, besser geht's ja nicht. Ja? Und dann, wie gesagt, dieses Zurückkommen, das war's. Ich meine, weißt du, wir werden wissen, wie es läuft. Du kommst da nach Heidenheim, der FCA-Block ist voll, es schwenken die Fahnen, es ist wahnsinnig laut vor der Kurve. Und dann ist es halt so, wie die letzten Spiele wieder war, nach 20 Minuten bis schon 2-0 hinten. Ich meine, dann, klar, die Anfeuerung ist da, der Support ist immer da, aber du hast ja jetzt, weißt du, im Gefühl, du denkst, jetzt geht was. Jetzt haben wir einen neuen Trainer, jetzt hat er mal ein bisschen neu aufgestellt und dann ist wieder doch trotzdem so. Und dann finde ich, das ist das Erstaunliche und das, was mich so begeistert hat, auch wenn es nur in Anführungszeichen Heidenheim war, dass sie dann noch 5 gemacht haben, das musst du auch mal schaffen. Ja, ich finde es, da sprichst du jetzt wirklich nochmal einen Punkt an, der ja, glaube ich, jedem Fan erstmal auch ein bisschen im Kopf rumgeht. 0-2 hinten und du denkst dir, es hat sich nichts geändert. Genau. Es hat sich eigentlich nichts geändert. Und das war's. Das war das Gefühl. Das hatte ich auch. Es ist einerseits das Gefühl und andererseits ja auch die Tatsache, und es hat sich ja tatsächlich auch in den ersten 20 Minuten nichts geändert. Und dann eben diesen Punkt zu erreichen, dass du nach einem 1-2, nach dem Tor von Philipp Tietz, der, glaube ich, sehr drauf gebrannt hat, sein erstes Bundesliga-Tor zu erzielen, dann hast du gemerkt, da geht dann schon Ruck durch die Mannschaft. Mhm. Aber nichts, was nicht vorher auch hätte passieren können, verstehst du? Also es ist so verrückt im Fußball, weil solche Spiele wie jetzt gegen Heidenheim, Rückstand in der Bundesliga, das gibt es immer mal, gerade für den FC Augsburg gibt es immer mal. Die Frage ist, wie kommst du zurück? Und die Mannschaft hat immer wieder bewiesen in der Vergangenheit, dass sie auch Rückstände aufholen kann, dass sie zurückkommen kann, dass sie ein Spiel auch nach Rückstand gewinnen kann. Bisschen wenig davon gewesen, aber das, was der FC Augsburg gestern gezeigt hat, dieses Feuerwerk, muss man ja wirklich in Heidenheim jetzt mal so sagen, dieses Feuerwerk, das da abgebrannt wurde, das gab es natürlich auch unter Enno Maaßen, das gab es auch unter Weinzierl, das gab es auch unter Herrlich, das gab es unter jedem Trainer mal. Ja? Die Frage ist, schafft Jes Torup jetzt, dass es nochmal kommt, dass das immer wieder kommt, dass das einen Wiederholungseffekt hat. Und dafür ist er angetreten, das ist natürlich seine Aufgabe, das ist auch sein Ehrgeiz. Ich traue ihm das selbstverständlich zu. Grundsätzlich traue ich das aber jedem Trainer zu, der auf diesem Niveau coacht. Und es wird, glaube ich, richtig spannend werden, weil der Ansatz, den ich jetzt so bei ihm rausgelesen habe, sehr stark ein mannschaftsverantwortlicher Ansatz ist. Also dass es einer ist, der natürlich, der Trainer gibt die Marschrichtung vor, macht die taktische Vorbereitung mit seinem Team, bespricht das alles mit der Mannschaft, aber die Mannschaft muss es auf dem Platz regeln. Das bedeutet, die Verantwortung wird ganz klar auf den Platz übertragen. Super. Das ist in der jetzigen Phase unabdingbar richtig, weil die Spieler auch verstehen müssen, dass sie es sind. Ganz genau, sehe ich auch so. Dass sie es sind, die auf dem Platz die Dinge regeln müssen. Ja. Und das wird spannend, ob die Mannschaft das hinbekommt.
11 Punkte sind am Wochenende möglich. Kommt ins Stadion. Correct. Die Arena ist noch nicht ganz voll. Wir gratulieren zum Abschluss dieser Fuff-Potti-Ausgabe allen Torschützen nochmal Elvis, Felix, Ermedin, Mats und Philipp für sein erstes Bundesliga-Tor. Was für ein schönes Tor war das auch. Danke fürs Zuhören. Und vielen Dank. Hören uns dann nach dem Wolfsburg-Sieg wieder. Was tippen wir denn? Sollen wir mal tippen? Boah. Ich sage ein 1-0. Mhm, okay, von mir kriegst du ein 1-1. Ein 1-1. Ein 1-1 der unterhaltsameren Sorte. Wäre ich sogar zufrieden. Wenn es irgendwie geht, nicht verlieren. Ja? Einfach nur. Und gut spielen. Ja, kannst genau. Ja gegen eine gute Wolfsburger Mannschaft einen Unentschieden schaffen. So. Wenn das Spiel so läuft, dass wir es trotzdem geschafft haben, weil Wolfsburg trotzdem stark war, dann ist ein 1-1 auch okay. Ja. Vollkommen. Dann sagen wir Servus. Jawohl. Ciao, ciao. Ciao.